erfundener Herzschmerz, der der Realität entspricht. Der Kampf um Rajs Charakter und riesige Promi-Was-wäre-wenn-Geschichten. Dies sind die aufschlussreichsten Dinge aus dem The Big Bang Theory Buch. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass The Big Bang Theory ohne Kaley Cuoco als Penny nicht funktioniert hätte. Penny war anfangs als Kontrast zu Leonard und Sheldon gedacht. Als Chuck Lorre den Pilotfilm der Serie mehrere Sendern vorstellte. Dieser Plan wurde jedoch geändert, nachdem Testzuschauer und TV-Verantwortliche von dieser Version von Penny unbeeindruckt waren. Molecules. Wie treue Fans vielleicht schon wissen, hieß die erste Version nicht einmal Penny, sondern Katie. Und sie wurde nicht von Kaley Cuoco gespielt. Diese erste Version war düster. Und interessanterweise war Marissa Tomei einer der Spitzkandidatinnen für diese Rolle. Jim Parsons hat in einem Gespräch mit dem People Magazine bestätigt, wie anders die Serie gewesen wäre, und es fällt schwer, ihm zu widersprechen. Die Dynamik zwischen Sheldon und Penny ist zweifellos einer der Höhepunkte der Serie. Und es ist schwer, sich eine Version vorzustellen, in der Penny nicht eine sonnige und sprudelnde Person ist, die Sheldons Abneigung gegen die Menschheit herausfordert. Inzwischen wissen viele Zuschauer, dass die Schauspieler, die Leonard und Penny spielten, auch eine private Liebesbeziehung hatten. Im Buch verriet Kaley Cuoco, dass diese gegenseitige Anziehung ziemlich schnell begann. Sie erwähnte, ich war schon früh in Johnny verknallt. Aber natürlich waren beide in verschiedenen Beziehungen, als sie sich näher kamen. Dennoch wurde es real, als Johnny Galecki Cuoco zu einem Weindate einlud. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Lange Zeit gelang es den beiden, ihre Beziehung nicht nur vor den Medien, sondern auch vor den Schauspielkollegen und der Crew der Serie geheim zu halten. Doch die Heimlichtuerei führte schließlich dazu, dass sie sich entschlossen, ihre Beziehung dem Schöpfer Chuck Lorre auf der Comic-Con zu offenbaren. Dieser sagte im Buch, wir saßen im Shuttlebus. Ich sitze neben Kaley und versuche, ein Gespräch mit ihr zu führen. Also, was ist los? Triffst du dich mit jemandem? Was ist los mit dir? Und sie sagt, oh mein Gott, du hast ja keine Ahnung. Und ich sage, ich weiß was nicht. Ich war der Letzte, der es erfuhr. Sheldons Beziehungen sind eine wichtige Grundlage für die Comic in der Serie. Er mag andere Leute nicht. Er kategorisiert sogar seine Freunde auf lustige Weise. Leonard, Penny und Raj sind seine besten Freunde, während Howard nur ein geschätzter Bekannter ist. Und wenn er sich für jemanden interessiert, wie zum Beispiel Leonards Mutter, dann ist das typischerweise nicht romantisch. Zudem sind Sheldons romantischen Erlebnisse häufig einseitig. Sei es sein einmaliges Date mit Lalita oder seine unbeholfene platonische Verbindung mit Ramona. Nach dem Buch drängte Chuck Lorre anfangs darauf, dass Sheldon asexuell sein sollte und sagte, Sheldons Leidenschaft war das Lernen, das Verstehen der Geheimnisse des Universums. Das machte ihn anders als jede andere Figur, die ich je gesehen hatte. Er suchte keine Beziehung, denn er hatte bereits eine Beziehung, und zwar mit der Wissenschaft. Ein asexueller Sheldon wäre interessant gewesen, da diese Art der Darstellung in der Popkultur eher ungewöhnlich ist. Andererseits haben sich die Autoren dafür entschieden, dass Sheldon in Amy seine Partnerin findet. In gewisser Hinsicht ist das besser für die Serie, da es Sheldons Charakterentwicklung einen Sinn gibt. Die Romanze von Leonard und Penny nimmt zu Beginn der dritten Staffel endlich Fahrt auf. Als sie schließlich anfangen, sich zu treffen, kommt es jedoch zu einem Stillstand, als Leonard Penny sagt, dass er sie liebt und sie das nicht zurückerwidern kann. The premature I love you. In dem Buch erklärt Co-Creator Bill Prady, was Cuoco ihm anvertraut hat, dass der Text der Serie genau das wiedergibt, was Galecki und Cuoco während ihrer Trennung erlebt haben. Wobei Prady sagt, ich erinnere mich, dass Kaley sagte, dass das, was wir geschrieben hatten, erstaunlich genau mit dem überstimmte, was sie erlebt hatten. Im Gegensatz zu ihren Kollegen auf dem Bildschirm kamen Galecki und Cuoco jedoch nie wieder zusammen. Beide Paare sind jedoch in guten Situationen gelandet. Howard Wolowitz kommt einem Bösewicht in der Serie am nächsten. Das liegt nicht daran, dass er ein furchtbarer Kerl ist, sondern dass er von allen am meisten wachsen muss. Er ist häufig aufdringlich und ungeschickt bei Frauen. Auch macht er unglaublich unpassende Bemerkungen über seinen besten Freund Raj.
Doch im Laufe der Serie zeigen die Einführung von Bernadette und die Erforschung seiner Beziehung zu seiner Mutter eine andere Seite von ihm. Die Vielschichtigkeit des Charakters sorgt dafür, dass er während der gesamten Serie interessant bleibt. Und das alles wird von Simon Helbergs Leistung zusammengehalten. In einer anderen Realität hat Simon Helberg jedoch nicht Howard Wolowitz gespielt. Kevin Süßmann war die erste Wahl für die Rolle, aber er konnte sie aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung mit Ugly Betty nicht annehmen. Laut Entertainment Tonight schockierte diese Enthüllung sogar die Autorin Jessica Radloff, die zunächst zögerte, es Helberg zu sagen. Natürlich spielte Süßmann schließlich Stuart Bloom, den Besitzer des Comicbuchladens, der von der Bande besucht wird. Radloff lobte Süßmann dafür, dass er die Tatsache, dass er während der gesamten Produktion der Serie die erste Wahl für Howard war, nie erwähnt hat und fügte hinzu, er wollte nie in Simons Kopf eindringen. Raj wird den Fans zunächst als der Kumpel der Bande vorgestellt, der nüchtern nicht mit Frauen reden kann. Wenn er trinkt, hat er das Selbstvertrauen, Frauen anzusprechen. Aber er kann es nur auf eine beleidigende Art und Weise. Kunal Nayar hat die Figur meistens leichtfüßig gespielt. Und er hatte immer einen fantastischen Sinn für Humor in der Serie, auch wenn er meistens die Zielscheibe der Witze war. Die Enthüllung von Jessica Radloff, dass CBC sich zunächst hinter dem Rücken von Chuck Lorre entschied, Nayar zu ersetzen, kam daher sehr überraschend. Lorre sagte: "Während ich quer durchs Land flog, entschied eine CBS-Führungskraft offenbar einseitig, dass Kunal nicht der Richtige für die Rolle sei und wir die Rolle neu besetzen würden." Lorre wandte sich sofort an die CBS-Führungskräfte, um seine Unzufriedenheit über die Herabsetzung zum Ausdruck zu bringen und deutlich zu machen, dass er nicht zulassen würde, dass Nayar die Serie kampflos verlässt. Seitdem ist Raj in das Pantheon der brillanten Nebenfiguren im Fernsehen aufgenommen worden. Later, Losers! The Big Bang Theory wurde zu einem popkulturellen Giganten. Und für Sitcoms bedeutet das normalerweise, dass große Stars in der Serie auftauchen. The Office entwickelte sich von einer ersten Staffel ohne große Stars zu Gaststars wie James Spader und Idris Elba in den späteren Staffeln. Es versteht sich von selbst, dass Gastauftritte von Stars in der Serie The Big Bang Theory alltäglich wurden, aber nicht immer verliefen sie wie geplant. Selena Gomez war einer der Stars, die es nie in die Show geschafft hatte. In Jessica Radloffs Buch erzählt Steven Molaro, einer der Produzenten der Sendung, von dem Moment, als Selena Gomez ein Foto von sich in den sozialen Medien teilte, auf dem sie die Sendung sah. Molaro wandte sich daraufhin an sein Team, um zu sehen, ob sie einen Gastauftritt für Gomez planen könnte. Aber ihr voller Terminkalender verhinderte, dass sie in der Show auftrat. Obwohl Molaro es nie bis zum Pitching Stadium geschafft hat, verriet er, dass die Autoren darüber nachdachten, Gomez, Amys Stiefschwester, spielen zu lassen. Die Idee war, dass Amy leicht genervt von Gomez Charakter und neidisch auf sie sein sollte, weil sie ja Selena Gomez ist. Penny wird in The Big Bang Theory mit einem aktiven und sportlichen Lebensstil dargestellt. Ihr Vater wünschte sich einen Jungen und als er Penny bekam, zog er sie auf, als wäre sie sein eigener Sohn. Daher kann Penny gut mit Motoren umgehen, treibt gerne Sport und hat in der Highschool einmal betrunken ein Pferd gestohlen. Diesbezüglich entspricht ihre Rolle dem realen Leben von Kaley Cuoco. Cuoco ist bekannt für ihre Liebe zu Pferden. Das einzige Problem bei einem aktiven Lebensstil ist jedoch, dass er manchmal zu schrecklichen Verletzungen führt. Cuoco erlebte dies bei einem Reitunfall. In dem Buch erinnerten sich Chuck Lorre und Cuoco an einen Reitunfall, der fast zur Amputation ihres Beins geführt hätte. Dem People Magazine zufolge stürzte Cuoco 2010 von ihrem Pferd, weil es durch etwas aufgeschreckt wurde und während sie am Boden lag, trat das Tier auf ihr linkes Bein. Cuoco hat glücklicherweise nicht ihr Bein verloren. Dennoch war die Angst berechtigt und verbreitete sich unter der Besetzung und der Crew. Obwohl Cuoco später sagte, dass das Erlebnis für sie noch zu frisch und schrecklich war, um es vollständig zu erleben, war sie innerhalb weniger Wochen wieder auf den Beinen. Trotz ihrer Verletzungen kehrte sie zur Arbeit zurück. Aber die Autoren machten sie zur Barkeeperin, damit sie ihren Gips verbergen konnte. Und sie musste einen Körperdouble einsetzen, wenn Penny laufen musste. Mark Hamill ist ohne Zweifel einer der einflussreichsten Schauspieler seiner Generation. In der Geek-Kultur hat ihn seine Arbeit in den Star Wars-Filmen und Batman The Animated Series jedoch zu einer virtuellen Gottheit gemacht.
Es ist also keine Überraschung, dass Hemmel für einen Gastauftritt in der Sendung in Betracht gezogen wurde. Und glücklicherweise erlaubte es sein Terminkalender, dass er vorbeikam. Congratulations on your wedding. Thank you. When this is over, I have 4000 things for you to sign. Doch obwohl Hemmel zustimmte, in der Sendung aufzutreten, hatte er nur ein paar Folgen gesehen und keine Ahnung, wie wichtig die Sendung für die Popkultur zu dieser Zeit war. Er sagte im Buch, es hat mich Monate und Monate und Monate gekostet, aber jetzt habe ich sie alle gesehen. Ich wusste, dass sie auf alle Arten von Popkultur Bezug nehmen und dass sie Figuren, Comics, Science Fiction, Fantasy und so weiter lieben, aber ich hatte keine Ahnung, wie tief verwurzelt das ist und wie subversiv ihr Humor sein kann. Hemmel räumte ein, dass er seinen Auftritt und die anschließende Betrachtung der gesamten Show bereute und zugab, ich wünschte, ich hätte es umgekehrt gemacht. Dann hätte ich mehr darüber gewusst, als ich es gemacht habe. Es ist kein Geheimnis, dass sich die erste Saison von The Big Bang Theory um die Romanze von Leonard und Penny dreht, wobei Sheldon als schrulliger Freund dient, der das Drama mit Humor ausgleicht. Doch im Laufe der Serie wuchs die Sympathie der Zuschauer für Sheldon und sie wollten sehen, wie er seine Probleme überwindet, vor allem im Umgang mit anderen. So wurde die Serie in gewisser Weise zu einem Ensemblestück mit Sheldon als Herzstück. Das lag zum großen Teil an Jim Parsons liebenswerter Leistung in dieser Rolle. Nach 12 Staffeln fand Parsons jedoch, dass es an der Zeit war, loszulassen und seine Karriere fortzusetzen. Parsons schlug Lohr vor, die Serie zu verlassen, um ohne ihn weitermachen zu können. Das einzige Problem war, dass keiner der anderen Darsteller von Parsons Entscheidung wusste. Galecki sagt, ich kann verstehen, wie sich Jim fühlt, denn im Prinzip geht es mir genauso. Ich fand es nur nicht gut, wie es gehandhabt wurde. Die Darsteller und das Team entscheiden sich dagegen, die Serie ohne ihn fortzusetzen, da sie der Meinung waren, dass es nicht funktionieren würde, wenn einer der Darsteller die Serie verlässt. Nachdem Parsons seine Absicht geäußert hatte, die Serie zu verlassen und alle ihre Überraschungen zum Ausdruck gebracht hatten, stimmten sie alle zu, die Serie zu beenden. Später in der Serie verlagert sich der Schwerpunkt auf Sheldons Entwicklung und seine Probleme, insbesondere seine Abneigung gegen menschliche Berührungen. In der Sitcom wird dies unter anderem durch Pennys Freundschaft mit Sheldon dargestellt. Zu Beginn ärgern sie sich gegenseitig, aber nach und nach wird dem Zuschauer klar, wie wertvoll ihre Freundschaft ist. Penny kümmerte sich um Sheldon, wenn es ihm schlecht geht, und Sheldon revanchiert sich, als Penny sich die Schulter auskugelt. Sheldons Reise und Freundschaft mit Penny gipfelt in einer untypischen Umarmung, die von Sheldon veranlasst wird. Auch wenn die Umarmung untypisch ist, ist sie gut geplant und verdient. It's a Saturnalia miracle. In dem Buch erklärt Parsons, der Aufbau der Szene hat mich mehr bewegt, all die freudige Ekstase, die die Figur durchlebt hat. Die Emotion, die ich empfinde, selbst wenn ich jetzt darüber spreche, hat mit dem Schauer zu tun, den es mir bereitete, dass sie so etwas zusammenstellten. Parsons bezog sich dabei auf die Weihnachtsfolge, in der Penny ihm eine von Leonard Nimoy benutzte und signierte Serviette schenkt. Sheldon ist überwältigt von Dankbarkeit und meint, er könnte sich nur durch eine Umarmung für ihre Großzügigkeit revanchieren.